Ui, 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 ui. Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich habe eine Mass Effect Pause gemacht, als ich Dead Space gespielt habe. Ich schätze, ich habe noch 3 bis 5 Parts in diesem Spiel, dann ist es fertig. Ich werde in der Zukunft dann irgendwann Mass Effect Legendary Edition anfangen. Zurzeit sind die Programme, die ich am Plan habe, die Outer Worlds, Englisch, Permadeath, Dead Space 2. Ein paar Indie-Spiele oder neue Spiele dazwischen. Also irgendein Spiel, das Evo West heißt. Irgendwas, was ich gerade gesehen habe. Ein Indie-Gladiator-Spiel, das vielleicht interessant ausschaut. So welche Sachen stehen am Plan. Mir wurde mein PlayStation Plus Premium-Abo verlängert. Und dort habe ich Rage 1 auf Deutsch runtergeladen für Streaming. Das werde ich wahrscheinlich als nächstes deutsches Projekt angehen, sodass der deutsche Content nicht ganz verschwindet. Welche vielleicht auch in der Zukunft, wenn Elex 3 rauskommen wird, Elex wieder in Deutsch zocken werde, mal schauen. Und eigentlich wollte ich Fallout New Vegas auch nochmal in Deutsch spielen als Permadeath. Jo, 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 jo. Langes Intro. Das ist ganz ungewöhnlich für mich. Was wollte ich? Logbuch, Bibis Mission. Ja, Bibis Mission. Zuerst nochmal mein Recording anschauen, ob alles passt. Ich hatte so viel Troubleshooting-Probleme in letzter Zeit. Der Reshade scheint auch nicht an zu sein, oben zu sein, im Spiel gerade zu sein. Was gut ist, brauche ich den nicht. Suvilek-Test. Gebt mir die Koordinaten an. Und Bibis, ein mysteriöses Reliktsignal. Wird angegangen. Jo. Das ist das Programm und der Plan in dieser Folge. Bibis Nebenmission. Bibi Langstrumpf. Das Inalara-System. War das der Name einer Person, Jaul? Inalara ist eine Tugend. Die genaue Kenntnis der eigenen Landkarte, des eigenen Kurses bis hinab ins Blut. Ein guter Name für die Grenze zum Unbekannten. Ich empfange etwas. Ist egal. Ist egal. Wir nähern uns dem Planeten, von dem Peebys geheimnisvolles Signal kommt. Das Spiel wird durchgespeedrunnt. Ich brauche Speicherplatz frei. Die Quelle befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Ich sehe keinen sicheren Landeplatz. Wow, Peeby hat recht. Was immer dieses Signal sendet, es ist was Besonderes. Team bereit machen. Ich versuche, einen sicheren Ort zu finden. Cool, cool. Ja, ja. Runter da. Wir brauchen Bibi. Wen nehmen wir mit? Hat sich bei Bibis Make-up was verändert? Nein, oder? Ich glaube, Bibi und Charlie klingt gut für mich. Yep. Team Sex Appeal. Überhaupt Char. Okay, wir haben Sonnet. Was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Ding her habe. Wir haben haufenweise Shotguns. Neue. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass ich die hergestellt habe, na, das hätte ich mitbekommen sollen. Sturmgewehre. Die Sonne ist ein Sturmgewehr, okay. Dann nehmen wir eine neue Schrotflinte. Die Riga wird schon passen. Nein, nein, Spiel nicht freezen. Verdammt. Ich habe gestern Fallout aufgenommen. Das war die super duper Troubleshooting-Folge. Das Spiel ist zweimal gefreezed nach dem super duper Markt. Und jetzt das erste, was im Mass Effect passiert ist, das Spiel freezed. Ich sehe euch in einer Sekunde. Das Spiel, es hängt sich immer auf beim Waffenauswählen. Ich habe das davor jetzt ausgewählt schon. Bloodbag. Looks good. Schaut gut aus. Wo ist Peeby? Ich dachte, sie wäre hier. Aufwachen, Peeby. Ihr mysteriöses Signal wartet. Okay. Alles klar.
Obwohl, könnten Sie bitte zu mir kommen? Jetzt sofort? Kello? Hey, schon einen Landeplatz gefunden? Noch nicht, das könnte noch dauern. Okay, PB, bin gleich da. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ach, ein Schal, du Spanner. Hier, ich beiße auch nicht. Worum geht's? Kello wird keinen sicheren Landeplatz finden. Und Sicherheit geht vor. Oh. Sie halten mich echt auf Trab, Pibi. Das ist unklug. Okay, Bro. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Die Tempest kann nicht dorthin, wohin wir müssen. Und vom Boden aus kommt man nicht rein. Das hier ist der einzige Weg. Rein? Wo genau wollen wir hin? Pibi, wo wollen wir hin? Es ist nicht meine Schuld, dass das Signal aus einem Vulkan kommt. Außerdem sollten wir auf festem Boden landen, falls meine Tiefenscans stimmen. Und der Aufprall unsere Flugbahn nicht zu sehr verändert. Und... Und haben Sie auch einen Plan, wie wir wieder auf die Tempest kommen? Was? Guter Mann. Wir sind in eine andere Galaxie gereist, ohne einen Plan, wie wir wieder nach Hause kommen? Okay, gut festhalten. Der schaut gut aus. Schöner also, Himmel. Sind Sie Sauer Rider? Kommt in die schöne Himmelmontage. Nein, ich bin nicht sauer. Sauer trifft es nicht mal annähernd. Ah. Ich hätte doch Drax mitnehmen sollen. Hauptsache, man überlebt die Landung, oder nicht? Ryder, bitte kommen. Alles in Ordnung? Sam, sag der Tempest, dass wir hier festsitzen, aber am Leben sind. Jetzt müssen wir Pibis Signal untersuchen. Wir haben keine Wahl. Tut mir leid. Wird gemacht. Ich empfange das Signal. Es kommt aus einem Reliktbauwerk nicht weit von hier. Sam, berechne unseren Kurs. Berechnet. Schaut doch gut aus, der Planet. Schaut doch gut aus. In diese Richtung? Nein, ich will in die andere. Wir haben Lava hier. Heiß. Oh yeah. Oh yeah. Ah, ich muss fast Bibi ins Thumbnail backen, obwohl, wenn ich da mich richtig drehe, schaut das richtig cool aus, oder? Oh yeah. Nein! Oh nein! Okay, hier darf ich nicht drauf. Bibi! Oh, komm ins Thumbnail. Irgendwo, da. Oh yeah. Schaut definitiv cool aus, der Planet, wie jeder Planet hier fast. Bis auf Eos. Eos stinkt. Eos kann gar nichts. Der gefällt mir auf jeden Fall schon. Wir müssen einen Weg zur Oberfläche finden. Noch mehr wird es mir gefallen. Wir müssen das Hindernis überwinden. Vielleicht ist hier irgendwo eine Konsole vergraben. Noch mehr wird's mir gefallen. Pathfinder, es gibt hier ausgedehnte Reliktsysteme, aber plötzliche tektonische Instabilitäten haben sie einstürzen lassen. Ein Großteil der Infrastruktur wurde dabei begraben. Noch mehr wird es mir gefallen, wenn ich nicht da unterbrochen werde. Deswegen. Na los, durchbrechen Sie den Fels und greifen Sie auf den Energieknoten zu. Oh, Behälter. Wir nehmen jede Tech, die wir finden, zur Untersuchung mit. Vielleicht können wir rausfinden, was hier passiert ist. Schätzen wir ein Baby-Commentary. Ab, da oben war noch was. Sie schon. Schießen Sie auf den Fels oder so. Von dort sind wir gekommen. Yep, da war ich schon, das habe ich schon. Sie identifizieren sich gegenüber den unprogrammierten Beobachtern auf dem Fließband als Verbündeter. Hallo Kleiner, willkommen im Team. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt. Ein weiteres Tor. Wir müssen da durch. Sehen Sie mal,
Über dem Tor ist noch ein Knoten. Versuchen Sie, ihn zu scannen. Dieser Knoten steuert das Tor. Er ist jedoch inaktiv. Er ist zu hoch, um auf ihn zuzugreifen. Unser neuer Freund weiß, was zu tun ist. Seismische Aktivität nimmt zu. Ich orte überall in der Anlage weitere unprogrammierte Beobachter. An einer Ausgabestelle sollten Sie die Möglichkeit haben, sich Ihre Unterstützung zu sichern. Perfekt, dann machen wir das doch. So, ich habe gerade einen Teil übersprungen. Okay, gehen wir mal zurück. Wer hätte das gedacht? Das Netzwerk, auf das Sie zugreifen, scheint ein Herstellungssystem zu sein. Herstellung wovon? Relikt-Hardware. Sehr gut. Die Tore öffnen sich. Es ist noch mehr passiert. Ich registriere strukturelle Veränderungen im gesamten Höhlenbereich. Interessant. Dieser Beobachter ist in einem dauerhaften, inaktiven Zustand. Seine Neuralverbindungen sind leer. So wie Pock, als ich die Reliktprotokolle entfernt habe. Keine Programmierung. Ja. Nicht. Schon mal mich da irgendwie durch. Callow meldet, er findet keinen sicheren Landeplatz. Abholung möglicherweise unmöglich. Ups. Aber er hat einige kleinere Schiffe geortet, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Freund oder Feind? Und? Oh, ich kenne dieses Shuttle. Palisaria, empfängst du dieses süße Signal auch? Ach, Kalinda, hau ab, es gehört mir. Oh. Beeilung, wir müssen die Signalquelle vor Kalinda erreichen. Eigentlich will ich nur Thumbnail schießen. Oh yeah. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus hier. Mist. Die Sonne. Der Mond. Die Sonnenfinsternis. Das ist wahrscheinlich eine Sonnenfinsternis. Aktive Beobachter. Vollständig programmierte und aktivierte Bots werden Sie nach wie vor als Feind betrachten. Vor uns ist noch ein Tor. Halten wir uns von den Bots fern. Vielleicht lassen Sie uns dann in Ruhe. Okay. Ich werde einfach nur in die Gegend darum schauen. Ein Ort auskundschaften. Oh, ist der coole Planet. Da würde ich gerne mit dem Mako rumcruisen. Richtig cool gemacht. Überhaupt die Nebeleffekte. Schlechte Nebeleffekte da. So cool. Ne, ich muss meine Waffen testen. Tschüss. Okay, schalten wir sie aus. Okay, interessantes Ding. Sie kriegen Verstärkung. Bin nicht so ein Fan. Alles sicher. Okay, suchen wir nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Wo ist es? Hier. Okay. Weitere Felsbrocken.
Wahrscheinlich hier oben irgendwas. Pathfinder, ja. Diese Konsole steuert das Tor. Dann mal los. Gut, das Tor öffnet sich. Oh, ich kann hier rauf. Ah, danke, Ryder. Sie haben auch hier oben ein Tor geöffnet. Los, was? Jungs, wir sind drin. Sie muss auf einem Grat über uns sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Einfach Aussicht genießen. Alles cool. Aber ich bin ja schon oberhalb. Eigentlich bin ich ja schon oberhalb, oder? Nicht das oberhalb, wo ich sein darf. Belisaria, der beste Weg ist immer der direkte. Wie zum Teufel hast du uns hier gefunden, Kalinda? Du hast offenbar den Sender nicht gefunden, den ich in Pock versteckt habe. Nachlässig. Ta! Ah, oh, diese... Ryder, wir müssen einen Zahn zulegen. Wir müssen darüber zum nächsten Grat. Die Spalte ist zu breit für einen Sprung. Vielleicht können wir irgendwie diese Antenne weiter ausfahren. Aha, die Geschützsteuerung. Das schaffe ich doch. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Was macht das? Braves Geschütz. Gib mir Deckung. Damit ich die Aussicht ein bisschen besser genießen kann. Oh ja. Oh ja, ja. Okay. Fokus, Fokus, Patrick. Pathfinder, Sie müssten mit der Konsole die Antenne ausfahren können. Dann wäre der Sprung möglich. Wow, jede Menge Aktivität. Ich kann den Heck abschließen, aber Sie müssen in der Nähe bleiben. Achtung, Gegner! Ja, kein Problem. Machen wir schon weg. Ich arbeite daran. Leite Energie von den anderen Bauwerken. Auf Kosten unserer Deckung. Scheiße, wir werden Kalinda nie einholen. Abwehrstellung, noch mehr Relikte. Kommt noch was, es kommt noch was. Hier oben sind keine Bots. Ich werde dich töten. Die Antenne wird ausgefahren. Los! Ups. Darunter. Das ist seltsam. Aber die Aussicht ist geil. Schaut euch diese Sonne an, verdammt. Sonnenfinsternis hier. Obwohl, vielleicht ist das einfach ein toter Stern oder so. Oder ein toter Planet oder ein Planet. Vielleicht ist das ja gar nicht die Sonne. Oh yeah. Ah, ich sollte runtergehen. Genug in die Distanz geschaut. Pathfinder, in diesem Gebiet gibt es eine weitere Ausgabestelle für unprogrammierte Beobachter. Wen kümmert's? Entscheidend ist, dass zwischen uns und der Signalquelle Berge von Gestein liegen. Bots, oder? Jetzt sind wir im Geschäft. Die Aktivierung könnte feindselige Relikte. Hat jemand einen verbündeten Beobachter bestellt? Sam hatte recht. Wir kriegen es mit Unmengen wütender Bots zu tun. Zumindest kämpft unser neuer Freund für uns. Los, der Charles, du Verrückter. Und Charles weg. Zuerst weg. Hm.
Au. Muss ich da überhaupt irgendwo rumstellen? Nein. Einfach alles zerlegen. Nein, Quill. Pathfinder. Das Interfacing verstärkt die tektonische Aktivität. Das Gebiet wird zunehmend instabil. Na los! Wir müssen an diesem Felsbrocken vorbei. Versuchen Sie, ihn zu zerstören. Der Fels ist zu kompakt für unsere Waffen. Aber da ist ein tiefer Riss, den der Strahl eines Beobachters vielleicht weiten könnte. Sie müssen also den Riss scannen und dem Bot sagen, er soll ihn angreifen. Ah ja, schon gecheckt. Beobachter zur Rettung. Da kann ich doch drüber springen. Oh, nein. Arme. Okay, Sie dürfen nicht reinkommen. Dreifacher Anteil für den, der mir Ihre Implantate bringt. Mann, ich hasse sie. Wir sind nicht allein. Wir müssen verfolgen. Das werden Ihre Männer nicht so einfach zulassen. Und dann wir schon. Halten Sie sie aus. Riga. Uff. Alles cool, alles cool, alles cool. Passt. Hinterher. Beschäftige Sie, Krennic. Ich sorge dafür, dass Sie nicht folgen können. Scheiße, was hat sie vor? Krennic ist der gesetzlose Kroganer, dem wir ständig begegnen. Macht's gut, ihr Loser. Das war ein hübsches Lachen. Nein, nein, nein! Kalinda hat den Weg versperrt. Ihre letzte Stunde hat geschlagen, Pathfinder. Sie hat noch mehr Männer auf uns gehetzt. Klingt nicht nach einer Kroganer. Ja, Vanguard-Duell. Krennic ist erledigt. Da oben, über dem Tor, ein weiterer Energieknoten. Hier muss irgendwo eine Konsole für die Ausgabe sein. Die Konsole hier ruft einen verbündeten Beobachter, der den beschädigten Torknoten reparieren wird. Wo ist die Konsole? Hier. Oh, muss ich nicht freischießen? Ein Scan des inaktiven Knotens wird den verbündeten Beobachter dorthin schicken. Oh, total. Relax. Ist ein guter. Um das inaktive Tor zu öffnen, muss der Leitungsknoten repariert werden. Okay, wir sind wieder im Spiel. Wir sind da. Die Signalquelle ist in der nächsten Kammer. Ich orte weitere Ausgabestellen verbündeter Beobachter. Okay, gut zu wissen. Gute Position für einen Hinterhalt. Witzig. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Wo sind die Gegner? Gib einfach auf. Hier drin ist reine, unverfälschte Programmierungstech. Und du willst sie haben. Also gebe ich auf keinen Fall auf. Oh, du bist im Arsch. Ich empfehle dringend die Benutzung der Konsolen, um verbündete Beobachter zu rufen. Nee. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Scheiße, du hast alle meine Männer besiegt. Wirklich? Nein. Dann rufen wir halt Verbündeten da. Bro. Granate kommt! Bye. Oh, du bist echt nervig.
schon fertig? Nicht mal annähernd. Aber ich werde danach neue Leute rekrutieren müssen. Oh boy. Okay, der zuerst dran. Da, wo ist meine Brandmoni? Da. Die Signalquelle ist hinter dem nächsten Anstieg. Dann holen wir sie uns. Da! Hinter dem Lavabecken! Noch ein Energieknoten! Scannen Sie ihn, damit ihn unser verbündeter Beobachter aktivieren kann. Ja! Jetzt sind wir im Geschäft! Gehen wir rüber und schnappen uns Kalinda. Schaut nicht sicher aus. Das müsste brennen. Kalinda ist schon da. Wir müssen darüber. Springen. Was soll das denn? Wie viele Leute hat sie eigentlich? Gleich hat Kalinda das Gerät. Und weg ist sie. Das schaffst du nicht, Kalinda. Du kommst zu spät, Süße. Verdammt. Hier klar. Hilf mir, Bibi! Ich gebe dir alles, was ich habe. Die Artefakte. Alles, was irgendeinen Wert hat. Bitte! Ich will nicht sterben! Was ist los? Ich will nicht, dass sie stirbt, Ryder. Aber das Gerät! Es ist ihr Leben nicht wert. Nein! Holen Sie das Gerät! Wow! Wow, das war knapp. Wir müssen hier raus. Was sollte das, Ryder? Ich hätte sie retten können. Nicht jetzt, wir reden später. Schön eiskalt bleiben. Okay, das war's. Und der Ausstieg. Wir müssen hier raus! Oh, wir haben einen Timer. Wir verfolgen Kalindas Weg zurück. Dann müsste er nach draußen führen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ach, ein Super Jump Rider ist. Von Lava überflutet. Kein Problem. Ist kein hey, Problem. Sehen Sie mal, die Rettungskapsel. Da geht es dahin, mein Schlafzimmer. Sonst können wir schlafen. Kalindas Shuttles. Die letzten Meter! Nichts! Wie weg von hier! Das war kürzer als erwartet. Aber meine Super Jump-Fähigkeiten sind da einfach nur. Mit denen bin ich einfach hochgeputzt. Rush. PB, das war eine echt harte Nummer. Alles klar bei Ihnen? Ich weiß nicht. Können Sie erklären, was da unten passiert ist? Ich meine. Kalinda hat immer nur Ärger gemacht, das ist ja richtig. Aber warum haben sie mich davon abgehalten, sie zu retten? Hey, ich musste mitten im Chaos spontan eine Entscheidung treffen. Hätte so oder so ausgehen können. Wie können sie dabei so gleichmütig sein? Extreme Situationen fördern den wahren Charakter zutage, Ryder.
Ich hätte den von Kalender sehen können. Selbst wenn es nur eine Bestätigung des Offensichtlichen gewesen wäre. Werden Sie damit klarkommen? Ja, irgendwann schon. Keine Sorge. Und bis dahin werde ich mich mit diesem Ding ablenken, okay? Ich hatte recht. Unbenutzte Programmierungstech. Mit etwas Zeit kann ich damit unsere Spezifikationen in Relikt-Hardware hochladen. Eine echte Fusion beider Technologien. Mein erster großer Erfolg in Andromeda. Und den habe ich Ihnen zu verdanken. Wir haben da noch eine kleine buchhalterische Frage zu klären. Ach, verdammt. Ja, die Tempest hat jetzt eine Rettungskapsel weniger. Das wird teuer für mich, oder? Wenn wir das nächste Mal an der Nexus andocken, kaufen Sie eine neue. Sollte das Ihre Mittel übersteigen, arbeiten Sie es mit Überstunden ab. Ja. Hey, ich habe dabei immerhin ein Schlafzimmer verloren. Oh. Wie verrechnen wir das? Oh. Mein Bett ist ziemlich groß. Und bequem. Bequem, hm? Das war für mich noch nie ein Kriterium. Schade. Aber eine weise Frau hat einmal gesagt, extreme Situationen fördern den wahren Charakter zutage. Und wer weiß, vielleicht verbirgt sich ja in mir auch noch das ein oder andere. In der nächsten Folge. Bibi verdient. Okay, jetzt können wir Punkte einsetzen. Ein anderes Mal. Okay. Wo bin ich jetzt? Hier, 14 Punkte Kampf. Kampffitness, warum nicht? Ja, ist eigentlich egal. Mein Schwierigkeitsniveau ist da so niedrig, dass ich da nicht wirklich drauf achten muss. Deswegen spiele ich das Spiel gerade. Das einzige Spiel, was ich vorhabe, auf einer hohen Schwierigkeit zu spielen, wäre Mass Effect 2. Da habe ich überall viele Punkte. Ich schaue es mir gar nicht an. Es ist ziemlich egal, was die Leute da haben. Ziemlich egal. Kriegen sowieso viel zu viele Punkte meistens. Char 52. Krass. Okay, wen haben wir noch? Vetra 3 Punkte, da habe ich reingesetzt. 6 Punkte ist egal. Truck 6 Punkte. Da. Gratulation. Ah, der hat noch mehr. Wie viel hat Vetra dann? Auch das gleiche. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Max-Level gibt. Anziehungskraft, ihre natürliche, wird gestärkt. Schockwelle, Duellant, keine Ahnung, was das ist. Einfach rein da. Und Invasion. Dann haben wir Liam. 14 Punkte, da kriegt auch was. Ja, das ist auch schon fast überall vor. Gratulation, Liam. Du hast dir das Update verdient. Okay, was habe ich noch bei meinen Nebenmissionen? Ah, interessiert mich nicht. Tempest reden. Das abgestürzte Catschiff auf Beladen. Das ist nicht die Hauptmission, das ist die Hauptmission. Auf Beladen. Das können wir uns noch anschauen. Ich glaube nicht, dass wir so viele Minuten schon in dieser Folge verbracht haben. Ich schätze es um die 30 Minuten. Traue ich mich schauen? Ich hoffe, mein Spiel hängt sich nicht auf. Ja, 30 Minuten, also 35 Minuten. 30 Minuten in dieser Aufnahme. Laden. Schauen wir mal. Ich glaube, das war nichts Besonderes hier. Aber machen wir weiter. Okay. Unreinigkeiten. Wir sind auf Kurs. Jo, rein da. Ja. Ich glaube, es gibt nur noch 2 oder 3 große Missionen. Das hast du mir schon gesagt. Wenn ich es gut anstelle,
Oh Gott, will ich die Waffe wechseln? Nein, wurscht, machen wir später. Den Mitglieder lassen wir auch so. Mache ich nach der Folge. Nicht, dass das sich wieder aufhängt. Im Hintergrund aufzunehmen ist natürlich ein bisschen mehr Anstrengung, als nur das Spiel zu spielen. Ich meine, PC. Viele professionelle Leute haben fast zwei PCs oder einen Laptop und einen PC. Und nehmen das dann von einem PC auf das andere, auf den anderen auf. Spart auch Speicherplatz. Ich hätte mir wahrscheinlich noch einen Tausender ausgeben müssen. 3300 habe ich gezahlt für meinen PC. Hätte mir fast noch einen Tausender ausgeben müssen, damit ich dann wirklich ein richtig starkes Setup habe. Dass er nicht überhitzt und dass ich mehr Speicherplatz habe. Weil ich habe mir nicht so viel Speicherplatz genommen. Das wäre noch besser gewesen. Aber so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe noch nicht mal gedacht dran, dass ich YouTube so Vollzeit machen will. Okay. Ich kann wahrscheinlich rüber teleportieren. Da, der erste Platz. Der Laden schaut ja auch ziemlich gut aus. Bisschen besser als EOS. Also, oh, da ist mein Auto. Ich lerne immer mehr über Ihr Volk, Phoebe. Und je mehr ich erfahre, desto mehr erstaunen Sie mich. Schon okay. Rauchen oh. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Ich wollte das hören. Verdammt. Los. Cat, die andere Cat töten? Wenn ich sehe, wie sie sich bekämpfen, macht mich das froh. So blöd es klingt. Okay, dann gehen wir rein fighten. Wo ist die Riga? Falsche Waffe. Neben rein da. Lade Munition nach! Tschüss! Das waren alle. Okay, jetzt rennen wir mal durch die Gegend hier durch. Hudat. Niemand Wichtiges. Hier drüben, 16 Meter. Datenbett. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Kannst du die Sperre irgendwie umgehen? Das übersteigt meine derzeitigen Möglichkeiten. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Wir könnten mit Dr. Anwar daran arbeiten. Oh, sie werden mich in 10 verschiedene Orte schicken für das. Ja. Wahrscheinlichst. Mindestens 10 verschiedene Orte. Sieht gut aus, der Marco. Okay, Karte sagt. Wahrscheinlich zurück auf die Tempest, oder? Ja. Zurück auf die Tempest. Das war ein schneller Ladenausflug. Okay, Skip. Darf nicht, jetzt geht's. Das heißt, wir werden wahrscheinlich zurück auf die Nexus und dann wieder auf den nächsten Planeten hupfen. Oh. Oh. Können wir reden, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Willst du an das Gerät lecken? Hm? Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Es gibt noch so viel, was wir über die Funktionsweise ihrer Gesellschaft nicht wissen. Die Sachen, die Sie mitgebracht haben, werfen vielleicht etwas Licht auf diese Fragen. Und da wir gerade davon reden, dieses Gerät, das Sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben, es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan, nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Soll das heißen, ich muss ein paar bestimmte Cat aufspüren? Das wäre unmöglich, Ryder. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Okay. Ich habe fast zum Lachen angefangen, als sie Lexi gesagt hat. Ah, sorry.
Ein Lexi-Lexi-Test. Ah, verdammt. Awesome Forts, Patrick. Wir müssen uns unterhalten. Über Sam. Dr. Tipero missbilligt die Art, wie wir auf dem Flaggschiff des Archons aus dem Eindämmungsfeld der Kette entkommen sind. Ah. Ja, ja. Indem du das Herz des Pathfinders angehalten hast? Ja, das missbillige ich allerdings. Wir hatten keine Wahl. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hätte ich sie ergriffen. Wie können Sie dabei nur so ruhig bleiben? Ryder, Sam hat sie getötet. Ja, er hat sie wiederbelebt. Aber was, wenn er es nicht getan hätte? Ich kann mich ohne den Pathfinder nicht weiterentwickeln. Es wäre, als würde ich einen Teil meiner selbst töten. Du bestehst aus Codezeilen. Du kannst nicht sterben. Mir zu schaden verstößt gegen Sams Bestimmung. Ja, weil sich KIs ja noch nie entgegen ihrer Bestimmung verhalten haben. Hören Sie, ich bin nicht gegen Sam. Ich bin nicht gegen dich, Sam. Aber mein Job ist auch so schon schwierig genug, auch ohne, dass eine KI ihr Herz anhält. Selbst wenn sie es nur tut, um ihnen das Leben zu retten. Ihre Bedenken wurden zur Kenntnis genommen, Doktor. Ja, darauf wette ich. Ich entschuldige mich für jeglichen Kummer, den ich Ihnen bereitet habe. Und ich entschuldige mich, dass ich dich als Codezeilen bezeichnet habe. Du bist mehr als das. Auch wenn du keine Zellen besitzt, um es zu beweisen. Sam, gives more fucks than I do. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt. Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enmore? Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Wow! Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Verdammt! Schalten Sie es ab! Wer weiß, was es gerade macht! Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus... Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab, verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Jemand hat es auf den Archon abgesehen. Ich würde sagen, das können wir ausnutzen. Sie wollen doch nicht etwa irgendeine Vereinbarung treffen? Das weiß ich noch nicht. War das der gesamte Inhalt der Übertragung? Anscheinend ist es immer dasselbe. Es wiederholt sich. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in unseren Favor sich hinentwickelt. Sondern dass das ja wir zerstören, die Rebellen. Sich ja in diese Richtung weiterentwickelt. Okay, schauen wir dort mal hin. Wenn das schnell ist, dann mache ich es noch fertig. Das ist wahrscheinlich nicht dafür laden. Lass mich raten. Eos. Ich wollte Havar sagen. Oder World. Nein, es ist Eos. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Pisces, verstanden. Okay. Worauf auf dem Planeten? Eos.
entdeckt. Dann habe ich, glaube ich, schon alle erledigt. Leite Sinkflug ein. Mein Lieblingsplanet. Ja, absolut. 100%. Okay. Geil. Dann haben wir noch Bibi und Joel, Javal und Char. Oh, ich bin überrascht, dass ich überhaupt die Namen merke. Ich kann vorzeit, ob ich mehr Videospiele spiele, über Puzzlespiele und sowieso mein Tag ein bisschen mehr mit anderen Arbeiten abläuft, dann merke ich mir Namen und Gesichter besser. Ein bisschen Mentaltraining, kann man sagen. Überhaupt habe ich gerade so viele Projekte gleichzeitig. Es gibt hier noch immer Spuren der Cat. Man wird sie einfach nicht los. Wir sind bei dem NAV-Punkt, den Suvi uns gegeben hat. Aber hier ist nichts, nur dieser Sender. Wenn ich über meinen Boss lästern würde, wäre ich auch daran interessiert, dass es nicht auf mich zurückfällt. Ach, Bibi. Das könnte eine Art Proxy sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung zu reduzieren. Wir können gerne über mich lästern. Ist okay. Ich vertrag's. Ich bin Invictor. Eine weitere Variante. Salarianer. Beeindruckende Reflexe. Dirane R11 Olor. Ich brauche Hilfe. Es weiß jetzt, wo es sich befindet. Es muss entsorgt werden. Ich hoffe, die restlichen Cats sind nicht so wie er. Gott, sicher nicht. Nein. Was haben wir da? Adamon. Cool. Viel Kadamon. Cool. Nimm ich mit. Keine Ahnung, ob ich es brauche. Ich glaube nicht, dass man so viel neu herstellen wird. Wo ist das nächste? Direkt da. Das ist gut. Force Traveler. Geht ja schnell in diesem Spiel. Ist nicht Fallout 4. Wo auch schon viel zu viele Mods drauf sind. Die Kolonisten arbeiten nicht nur. Diese Welt braucht ein normales Leben. Okay, schon wieder eine Unterhaltung verpasst. Das schaffe ich. Verdammt. Oh, geiler Backflip, aber. Nein! Oh. Ich schaff's nicht. Hier, perfekt. Hier drüben. Damit. Was sagt Karte? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Karte sagt. Auch die Brücke da drüben. Letzter Versuch. Oh yeah. Hey Buddies. Okay.
Mal sehen, wo dieser Sender uns hinführt. Wir brechen wir das Ding auf hier, Generator. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Ach, ich muss zu einem anderen Ort. Ach komm schon, Mann. Genau, das sind die Missionen, auf die ich keinen Bock habe. Okay, dieser Punkt hier. Kann ich vom Berg runterhopfen. Oh, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das eine Schnitzeljagd wird. Ich entwickle eine große Nähe zu Ihnen, Baby. Oh. Zum gesamten Team. Mein Rat wäre, bewahren Sie ein wenig Distanz. Verlieren Sie sich nicht. Nein, nein. Es verleiht mir Stärke. Und es macht mich noch sicherer, wer ich bin. Weg von der Baby. Ich wette, dass diese Reliktstätte aktiv ist. Das sollten wir uns ansehen. Sorry. Nix da. Überraschung! Stop the head. Ah, sieht zu spät. Aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält. Ah, einen weiteren Platz, wo wir hin müssen. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Das ist weit weg. Warum sind die immer am anderen Ende des Planetens? Okay. Die haben wahrscheinlich wieder ein Gespräch angefangen. Die zwei. Schwarzfeldbande. Nein. Verdammt. Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung. Okay. Dann sind wir wohl am Ziel. Wir schauen. Sie sind alle tot. Was? Oh boy. Hi. Ist der letzte. Ah, ich hoffe, das war's hier. Schaut gut aus. Okay. Sohle. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. So viel Arbeit und mehr kriegen wir nicht? Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit Ihrer Entschlossenheit können die Cat diese Galaxie beherrschen. Entschlossenheit ist eine Charaktereigenschaft. Kein genetisches Merkmal. Aber was Charakter ist, verstehen Sie nicht. Sie haben ja keinen. Sie vergeuden Zeit mit Belanglosigkeiten. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden.
Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Ich wüsste nicht, was mir an Chaos in den Reihen der Kett missfallen sollte. Dieses Chaos bedeutet, dass der Archon lebt und mit ihnen um Meridian ringt, das sie haben wollen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen ihnen und ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg der Angara. Eines Tages werden sie zur Familie gehören. Bis dahin können sie ruhig kämpfen, falls sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Oh, ich fühle mich schmutzig dabei, aber im Moment sehe ich keinen Haken. Man kann den Cat nicht trauen. Denken Sie nach, Ryder. Boah, ich nicht. Kein Deal. Wir paktieren nicht mit Cat. Niemals. Wie Sie meinen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Nachrichten zu verfolgen. Denn mehr ist für Sie nicht mehr drin. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben. Ja, verpiss dich. Ich brauch mir das nicht anhören. Ich will nur die Loot. Interessiert mich nicht. Könnt mich mal. Okay. Element Zero und Platin. Vielleicht mal schauen, ob ich mir noch was zusammen mischen kann. Nein. Ich beende die Folge hier. Ich muss mir einen langen Weg finden, um rauszugehen. Yo, peace out.